Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hilfe für Zeugen Jehovas. Ich freue mich, dass Markus ja mein Gesprächspartner ist. Er wird einiges so berichten von seiner ja, Zeit vor den Zeugen Jehovas, dann mit den Zeugen Jehovas und dann auch, wie es dann weitergegangen ist. Also Markus, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, herzlich willkommen. Freut mich auch. Hi, grüß dich. Ja, Markus, wir haben ja schon ein bisschen miteinander gesprochen. Kannst du vielleicht den Zuschauern ein bisschen was von deiner Kindheit und von deiner Familie berichten? Wie hast du sozusagen, ja, die ersten Jahre so verbracht? Also, ich bin ja so in einer traditionellen christlichen Familie aufgewachsen, also reformatorisch, protestantisch, so ganz traditionell in der Landeskirche. Habe mich da auch ganz wohl gefühlt, aber gleichzeitig war ich mit dem anderen Fuß immer noch bei der Liebenzeller Mission. Da war mein Opa ja Prediger. Erst im Krieg ist er gläubig geworden in russischer Gefangenschaft. Hat es Gott sei Dank überlebt und hat da die Bibel unter dem Kopfkissen versteckt. Und er war immer ganz begeistert von Jesus. Und ja, das habe ich als Kind auch immer mitbekommen. Dann wurde vom Bruder in die Kinderstunde abgeholt. Und wir haben gesungen, He's got the whole world. Und so bin ich groß geworden mit den Bibelgeschichten. Und später war ich auch in der Landeskirche, war ich in der Jungschar. Und dann irgendwann wurde ich gefragt, ob ich Trompete spielen möchte. Da habe ich gesagt, wow, toll, tolles Instrument. Das probieren wir mal, da bin ich dabei. Ja, wie viele Jahre war es denn da? Im Posaunenchor und Jungbläserzeit, ja, vielleicht so 6, 7 Jahre. Ah ja, hieß sie auch Jungbläserzeit. Jungbläser. Ja, Jungbläser und später Posaunenchor. Und wir hatten auch tolle Freizeiten auf dem Kaff. Da haben wir dann auch mit Kartons wurde die Mauer von Jericho aufgebaut. Dann sind wir drum rumgelaufen. Da ist irgendwann die Mauer eingefallen. Wir haben so geblasen. Mein, heute bräuchte ich da Ohrstöpsel. Aber also mit Posaunen und Tuba und Trompeten. Also das heißt, der Glaube an Gott war immer irgendwie präsent, ne? Oder so als dein bei deinen Kinder an deiner Kindheit und so. Ja, also ich habe immer an Gott geglaubt und ich hatte immer ein festes Vertrauen in Gott. Ich habe immer zu Gott gebetet und ich konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Also in meiner Verwandtschaft, Vater, Mutterseits, Onkel, Tanten, da gibt es eigentlich keine Ungläubigen. Sind alle treue Kirchgänger. Richtig. Ja. Und ja, ich hatte eine schöne Kindheit und ich wurde auch von der Liebenzeller Mission und vom Verband Zimmertheim. Die haben ganz tolle Kinderfreizeiten organisiert mit Zeltlager. Und das habe ich bis heute noch im Kopf. Das war eine tolle Zeit. Wir waren schön am Lagerfeuer und die Kartoffeln ins Feuer und Nachtwache gehalten. Und ein paar freche Jungs, die haben uns dann überfallen. War natürlich auch alles Glaubensbrüder. Ja, das Und kann ich. das war eine Gaudi. Und Und dann, ja. neben dem mit Kartoffeln ins Feuer halten und so, also ich kenne es auch, dass man auch immer noch Bibelarbeiten oder sowas gemacht hat. War das bei euch auch? Das hatten wir auch. Wir hatten ein Heft und da haben wir jeden Tag, haben wir da einen Teil von dem Bibelprogramm gemacht und gemalt, gespielt, Pantomime, haben wir alles gemacht. Und das Highlight war, wie man, weil das war ja an der Jax, wie wir dann ein Floß gebaut haben. Und dann haben wir Arche Noah gespielt, ja. Okay. Das war das Highlight, das würde ich auch bis heute nicht vergessen. Also. Ja. Und ja. Und wie ging es dann so mit dir weiter? Also du hast Trompete gespielt, warst bei den Zeltlagern dabei. Hattest du irgendwie dann in deinem Glaubensleben was Besonderes oder hast ist da was? Ja, auf der Freizeit da mit den Jungbläsern, da war auch ein extra Raum und wurde Raum gegeben.
wer Jesus sein Leben hingeben möchte, wer sich bekehren möchte zum Herrn Jesus, dass man nicht mehr für sich selber lebt, sondern für den Herrn. Und ja, ich war da gerade so im positiven Flow und hatte schon immer wirklich ein starkes Vertrauen zu Gott und Jesus. Und da war für mich klar, okay, diese Entscheidung, die möchte ich jetzt offiziell machen, weil ich mich ja sowieso ganz nah immer dem Vater gefühlt habe. Er war immer meine Vertrauensperson und da habe ich wirklich Jesus mein Leben übergeben. Und ich war so dankbar, dass er die Schuld aufnimmt für die Fehler, die ich mache, weil ich war auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand als Jugendlicher und ich wusste, nee, ohne Jesus geht gar nichts. Ich war ja sehr abenteuerlustig. Bin auch mal mit dem Fahrrad abgehauen, ohne meiner Vater, Mutter das zu erzählen. Einfach in Schwarzwald mit den Kumpels abgehauen. Ja, also ich war nicht, also ich war alles andere als tadellos. Ja, aber Und da habe ich dem Jesus wirklich mein Leben hingegeben und er ist mein Herr und er hat die Sünde für mich bezahlt. Und seitdem, ich hatte auch immer so einen Herzensfrieden. Sagen mir heute auch noch manche, ich hätte so eine ruhige Art. Wahrscheinlich strahlt es irgendwie aus. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall auch erfüllt vom Geist. Also Erkenntnis hatte ich damals leider noch nicht viel. Auch zu wenig in der Bibel gelesen, nur einzelne Bibeltexte. Aber der Glaube war mir immer sehr wichtig und ich habe mich dem Herrn Jesus immer sehr nahe gefühlt. Ja, und wie ging es dann mit dir weiter? Also ich meine, du warst ja dann ja, größer geworden und irgendwie haben dich vielleicht ja mal Leute von den Zeugen Jehovas besucht oder ja. Also ja, genau, dann bin ich leider aus dem Pos dann habe ich die Ausbildung angefangen und leider bin ich aus dem Posaunenchor rausgegangen. Und leider ist es auch die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich keinen Gottesdienst besucht habe, weil ich einfach beschäftigt war mit der Ausbildung, mit den neuen Eindrücken. Und da ich so eine schöne, erlebnisreiche, geborgene Kindheit hatte, was mir ja gar nicht so bewusst war, wurde mir erst klar, wie ich dann ins Ausbildungsleben kam. Das Erwachsenwerden war nicht schön für mich. Dachte, also ich als Kaufmann im Einzelhandel, als Feinkosthändler habe ich gelernt, den Namen des Geschäfts nenne ich jetzt lieber mal nicht, aber ich dachte halt so, Kopf ausschalten, Arm ausfahren, wie ein Roboter, immer das gleiche Regal, immer die gleichen 10 Kundenfragen und Reklamationen und ja, das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Da habe ich so eine innere Leere gefühlt. Immer mehr. Und da wurde, also ich habe auch gemerkt, im Wettbewerb, der Einzelhandel, da geht es ja auch um Wettbewerb. Das war für mich wie Monopoly, aber im echten Leben. Oligopol, Polypol, Monopol. Und ja, das war mehr ein Kampf und ich habe mich nicht erfüllt gefühlt und ich habe gemerkt, mir fehlt was. Diese Nähe zu Gott habe ich wirklich, ist mir richtig bewusst geworden, wie ich das brauche. Und da können wir ja gerne mal Matthäus 5,3 dazu lesen. Okay, ich schaue mal, ob ich das vielleicht auch gleich einblenden kann. In den alten Übersetzungen, wo ich damals hatte, ist es leider auch für mich, für meine Verhältnisse, für aus meiner Sichtweise ein bisschen trist ausgedrückt. Die Übersetzung finde ich tatsächlich bei Zeugen Jehovas besser. Ist von der Elberfelder Bibel. Genau, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel, die Armen im Geist. Da habe ich mich ein bisschen erbärmlich gefühlt, weil damals war der Glaube für mich auch noch, ich habe mich mehr Menschen hingegeben, der Wohlfühlgruppe. Und hatte noch ein relativ uneigenständiges Glaubensleben, ich jetzt mal so sagen, weil ich zu wenig in der Bibel einfach gelesen habe. Damals war mir die Kraft des Wortes Gottes noch zu wenig bewusst, obwohl ich sehr geschätzt habe. Und ich habe dann gemerkt, so eine innere Leere, der Geist geht weg.
ich fühle mich gestresst und die Arbeit, die kostet mich nur Kraft, der Akku geht leer, ich habe mich wie ein Roboter gefühlt. Ja, Kopf ausschalten, Arm ausfahren. Und da war es so eine Leere. Hast du da allein gewohnt oder warst du da in der Wohngemeinschaft? Da war ich, habe ich immer noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich bin dann immer mit der S-Bahn nach Stuttgart, Königstraße, bin ich reingefahren mit der S-Bahn, 36 Minuten. Da war ich immer noch ja, im Elternhaus während der Ausbildung. Hätte ich mir jetzt mit dem Ausbildungsgehalt auch nicht finanzieren können, eine Wohnung, gell? Ja. Wäre ein bisschen schwierig geworden. Und dann habe ich meine Kindheitsfreundin, die war eigentlich gar nicht gläubig und hatte damals auch irgendwie gar nicht das Bewusstsein zu evangelisieren. Aber sie hatte dann Lebenskrise, das hat mich damals auch runtergezogen. Und sie kam dann plötzlich auf die Idee, Markus, komm, wir suchen uns mal eine Gemeinde. Dachte ich, perfekt, ja, das brauche ich jetzt auch. Das ist genau das, was ich brauche. Dann sind wir erst zu den Cheesy City Friends, haben wir mal besucht und noch eine andere Gemeinde in Stuttgart. Aber so Abendmahl mit Chips und Sind doch Cola feiern. Freikirchen gewesen, oder? Waren Freikirchen. Das waren Oder? Freikirchen, ja. Okay. Genau, ich war jetzt nicht festgelegt auf Landeskirche. Glaube war Glaube und Bibel. Es gibt nur ein Gott, eine Bibel, ein Glaube. Das war mir eigentlich immer klar. Deswegen Hauptsache, Jesus ist im Mittelpunkt. Und dann war für mich klar, das ist das Richtige. Wobei mit Chips und Cola Abendmahl, das war ja doch nicht so ganz das Richtige für mich. Das kam mir ein bisschen abstrus Das glaube ich. vor. Ja, und dann hatte ich ja im Neukauf damals gejobbt, kurz bevor der Zivi losging nach der Ausbildung. Und da waren auch zwei Jugendliche, die kamen vorbei. Und die hatten erzählt, ja, hier ist eine neue Gemeinde und wir wollen jetzt einen Jugendkreis gründen. Ob ich nicht auch kommen möchte, dachte ich, naja, die schickt der Himmel. Ja, und dann bin ich dahin und habe mich wohlgefühlt und dann bin ich direkt nebenan, neben Märklingen, ist ja ein Teilort von Walderstadt und in Walderstadt war die Christusgemeinde. Und da habe ich mich auch pudelwohl gefühlt und war dann da im Jugendkreis. Ja, wir haben dann geistiges Programm gemacht, wir haben Tanzabend gemacht, wir haben Ausflüge gemacht zu christlichen Popkonzerten, so als Jugendliche. Ja, das war eine schöne Zeit und wir hatten auch immer Bibelkreis, also immer jemand ein Thema gemacht. War ich auch mal an der Reihe zwischendurch. War eine schöne Zeit. Und bei den Pfadfindern war ich dann auch bei den Royal Rangern. Da ein bisschen mitgemacht, auch als Assistent vom Teamleiter dann. War eine schöne Zeit. Aber Ja. blieb hier wahrscheinlich dann nicht. Ja, und dann, ja, da hat es auch mal geklingelt. Bei meinen Eltern. Und da war ich kurz arbeitslos. Da war ich im Übergang dann zum Zivi. Und ja, Ding-Dong gemacht. Und das waren die Zeugen Jehovas. Meine Mutter hat gleich weggeschrien und weggeschickt. Echt? Ja. Aber es war ja auch ein, während der Ausbildung ein Zeuge Jehovas, mit dem hatte ich zwar eigentlich nicht viel gesprochen über den Glauben, aber ich wusste, der ist ein Zeuge und dachte, naja, also ganz so böse sind die auch nicht, dass man die jetzt gleich wegschreit. Und ich hatte mir ja Sorgen gemacht, weil ich ja engagiert und fest im Glauben war. Mensch, jetzt laufen, oh, Entschuldigung, jetzt laufen die Zeugen Jehovas rum und erzählen hier falsche Sachen über Gott. Und es hat mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich dachte, nee, die Menschen sollen doch zu Christus finden. Und wenn die Zeugen Jehovas ein anderes Evangelium lehren, das kann ich nicht akzeptieren. Und in der Gemeinde, man wird nicht aufgeklärt, wie man mit Zeugen Jehovas redet. Wir wurden nicht aufgeklärt. Ich wusste, und als Jugendlicher war ich auch neugierig, was ist überhaupt mein Standpunkt zu anderen Religionen? Ja, ich war ja immer nur in der Bubble.
Im christlichen Bereich, freikirchlich, traditionell, christlich, evangelisch. Ja, was unterscheidet mich von anderen Religionen? Warum ist jetzt mein evangelischer Glaube der richtige? Das war meine Frage, ja. Ja. Ich dachte ja, es wäre der richtige. Überprüfe deine Religion. Das ist ja etwas, was Zeugen Jehovas auch immer wieder den Menschen sagen. Und da haben sie ja grundsätzlich recht. Ja, da haben sie absolut recht. Und da wurde ich aber überhaupt nicht vorbereitet. Das war für mich wie ein Sprung ins kalte Wasser, weil in der Landeskirche, da war kein Bibelkurs und Aufklärung diesbezüglich. Und ich habe mir aber dann gesagt, so, das geht nicht, dass sie hier falsche Sachen verteilen und Hefte über Gott. Dann dachte ich mir, so, die knöpfe ich mir jetzt mal vor. Wie gedacht. Und dann bin ich runter. Meine Mutter hat mich nicht gesehen, dass ich zur Türe rausgeswitcht bin. Okay. Und bin zu denen hin. Dann habe ich ihnen gesagt, können wir bitte da drüben reden, dass meine Mutter und die Nachbarn uns nicht sehen? Okay. Ja, da wollte ich die eigentlich zur Schnecke machen, auf Deutsch gesagt. Aber die waren so nett, ich konnte ihnen gar nicht böse sein. Und der Bruder war gerade mit der Erwartet-Broschüre unterwegs. Erwartet. Die Erwartet-Broschüre, das ist eine Broschüre von Zeugen Jehovas, mit denen so Kurzbibelkurse angefangen wurden. Okay. Und dann hat er mich gefragt, ja, was erwartet Gott von uns? Mm Und dann dachte ich so, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil eigentlich habe ich immer was von Gott erwartet, auch im Gebet. Aber was erwartet er eigentlich von mir? Und das ist eine gute Frage, ja, da haben wir uns ganz nett unterhalten und ich hatte ja immer auch geschaut, warum ist meine Religion richtig und Zeugen falsch und hatte im Gemeindeblatt stand neben dem Evangelischen immer so ein Part von Zeugen Jehovas im Gemeindeblatt, im Blättchen und es war wahrscheinlich der Tagestext wohl und die hatte ich mir mit der Schere immer ausgeschnitten und immer verglichen und ich habe immer da Fehler gesucht und ich fand es eigentlich immer logisch überzeugend. Erklärt und begründet. Und dann, naja, wie es der Heilige Geist so will, oder keine Ahnung, ob es so einen Zufall geben kann. Der Bruder, wo mit mir gesprochen hat, der hat da gearbeitet, wo das Blättchen gedruckt wird. Du meinst der Zeugen Jehova, Bruder, oder wie? Genau, der hat da gearbeitet, wo das gedruckt wird, was ich ausgeschnitten habe. Ja. Okay. Ja, dann war man natürlich gleich gut im Gespräch und hat er halt gesagt: Ja, heute im Glauben. Und wieso seid ihr unterwegs? Und dann hat er gesagt, ja, manche Menschen haben auch Krisen und so und dann brauchen die Gott. Und dann dachte ich, ja gut, ja, klingt ja eigentlich ganz sinnvoll. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben und hat gemeint, wenn ich mal was thematisch besprechen möchte, dann kann ich mich melden. Ja, und dann habe ich ihn irgendwann, habe ich ihn angerufen, habe ihn zu Hause besucht. Und ja, dann hat er mir erstmal erzählt, okay, er glaubt halt, dass die Bibel von Gott ist. Das habe ich auch gedacht. Ich kannte auch 2. Timotheus 3, 16, 17. Na gut, vielleicht schlagen wir es mal kurz auf, weil ich weiß nicht, ob alle den Text kennen. Den kannte ich schon früher, habe ich schon in der Kirche gelernt, weil ich war schon immer, ich war ja Lutheraner und sola scriptura war immer mein Motto, nur die Schrift zählt. Ja, ich kann das hier mal kurz einblenden. Ich war schon immer ein Mensch, mich kann man nur mit der Bibel überzeugen, mit sonst nichts. Ja, hier. Genau. 2. Timotheus, Kapitel 3. Genau. Und da steht ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Da habe ich ihm halt gesagt, ja klar, kenne ich, sehe ich auch so. Für mich ist die Bibel absolut von Gott. Da kann kein Blatt dazwischen, aber jetzt geht es noch weiter. Okay. Und zwar, er hat mich dann auf den Vers 17 hingewiesen, den ich ja eigentlich gar nicht gelesen hatte. Ah ja, okay. Jetzt lesen wir den auch, so. Genau. Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Müsste. Und da hat er mir dann mich darauf hingewiesen, ja, man soll ja auch was für Gott tun. Und da das in der Schrift stand, dann dachte ich, ja, das hat Hand und Fuß, Mensch. Mensch, der kennt sich echt ganz gut aus. Ja.
Da habe ich ihm halt jetzt ihn gefragt, ob er auch an die Dreieinigkeit glaubt, so wie ich das aus der Kirche kenne, wer für ihn Gott ist. Da hat er eben gemeint, na ja, er glaubt an Jesus und der Geist ist eine Kraft und den Vater und Gott glaubt er. Nur die Dreieinigkeit des Wortes kommt gar nicht in der Bibel vor. Dachte ich, ja, stimmt, habe ich auch noch nie gelesen in der Bibel. Und dann hat er die Broschüre ausgepackt, das kannst du mal einblenden, die heißt Trinitätsbroschüre über die Trinität. Ich Ja, habe leider nur noch in Rumänisch, gar nicht mehr in Deutsch. dass ich das hier auch habe. Ja, okay. Da hat er mir ein bisschen über die Geschichte der Dreieinigkeit erzählt, weil ich war ja noch pro Dreieinigkeit. Ja. Hat er mir ein bisschen erzählt über den Kaiser Konstantin und ein bisschen die Historizität. Jetzt kriege ich das Wort nicht raus. Historizität, nee. dass es erst im 3., 4. Jahrhundert durch den Kaiser Konstantin wurde es ja offiziell die Dreieinigkeit. Zuerst war es ein Gott, dann waren es zwei Götter, die Arianer, da waren es drei Götter. Und dann, das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, hä? Also wenn die Dreieinigkeit richtig ist, dann müsste die ja eigentlich schon bei den ersten Christen, bei den Aposteln gewesen sein, ja? Naja, da denkt er wahrscheinlich auch ein bisschen schief, denn auch die ersten Christen haben zu Jesus zum Beispiel gebetet, und wobei es dann auch deutlich wird, dass man nur zu Gott beten darf, ne? Oder man glaubt auch an Jesus, ja, obwohl man eigentlich nur an Gott glauben darf. Und Thomas hat ja auch gesagt, mein Herr und mein Gott. Sicherlich hatten sie noch nicht so das alles, alles so durchdacht. Das ist schon, aber man hatte Jesus als Gott verehrt. Genau, nur also er hat mir dann halt erzählt, ja, Jesus, jedes Gebet wird zu Gott im Namen Jesus gesprochen und er hat das Lösegeld bezahlt und dachte ich, naja, das ist ja eigentlich so, wie ich das kenne. Und dann kam halt der entscheidende Text, den können wir mal aufschlagen. Johannes 14, 28 war das. Wo er mich dann zum Zweifeln gebracht hat. Den Text habe ich als Zeuge Jehovas im Predigtdienst auch oft verwendet. Du kannst auch du vorlesen, wenn du möchtest. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Dann dachte ich, okay, der Vater ist größer als ich, also können sie nicht gleich groß sein. Dann war für mich die Dreieinigkeit irgendwo widerlegt und ich dachte, wow, jetzt habe ich ein neues exklusives Wissen. Mein bisheriger Glaube war nicht ganz falsch mit Jesus, aber das muss noch ein bisschen erweitert und korrigiert werden, ja. Weil mir leider die Zwei-Naturen-Lehre damals nicht bewusst war. Ich war leider nicht so theologisch fundiert, dass Jesus ja im Fleisch kam als Mensch. Sicherlich war er da kleiner als der Vater irgendwo, weil er im Fleisch war, aber er ist ja wieder zurück und aus Gott. Deswegen bin ich damals als jugendlicher Leiter auf den Bibeltext reingefallen, weil ich war ja immer sola scriptura. Ich habe zwar die Bibel im Kontext zu wenig gelesen, aber einzelne Bibeltexte kannte ich und wenn man mich halt mit der Schrift überzeugt hat, so kann ich das von den Predigern, dann muss es wohl die Wahrheit sein, ja. Und dann hat er mich leider damals davon überzeugt, dass die Dreieinigkeit unbiblisch ist. Ja, und das hat mich dann interessiert und bin dann auch mal in die Gemeinde gegangen. Und die waren alle ganz nett. Über 20 Leute haben mir die Hand geschüttelt und Du meinst jetzt die Gemeinde bei den Zeugen Jehovas? genau, das heißt Versammlung eigentlich bei Zeugen. Also im Christentum heißt es Gemeinde oder Gottesdienst und bei Zeugen Jehovas wird alles umgenannt.
Der heißt dann, die Gemeinde heißt Versammlung. Die Predigt heißt dann Vortrag. Der Hauskreis heißt dann Buchstudium. Die Losung heißt dann Tagestext. Also die haben alles gleich oder vieles, aber es heißt trotzdem alles anders, ja. Oder der Heilsplan, die Heilsgeschichte Gottes, die heißt dann Vorsatz. Naja. Ja, ist ein bisschen, aber es war nicht fremd für mich, weil ich dachte immer, naja, das sind nur andere Wörter. Und es ist ganz interessant, dann bin ich mal in die Versammlung gegangen, dann war ein Vortrag über das Universum. Fand ich ganz toll, hatte ich in der Kirche so nie gehört, über die Schöpfung Ja. und dass man die Eigenschaften Gottes, Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und so weiter, Geduld, das kann man alles in der Schöpfung sehen. Also ich, boah, das ist ja eine genaue Erkenntnis. Naja, ja, und dann wurde ich Student, bin gewechselt nach Geislingen, habe ich studiert, auf die Schwäbische Alb, habe ich gefragt, ob es da auch so jemanden gibt, wo einem die Bibel erklärt. Ja, und dann ging es da weiter. Und ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben. Die haben mich jede Woche abgeholt und in die Versammlung gefahren und zum Essen eingeladen. Dann haben wir Bibel studiert, dann haben wir Film geschaut. Sehr vorbildlich. Ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben, mich als zum Zeugen zu machen und zu gewinnen, ja. Ich war damals auch Student, Immobilien habe ich studiert. Er hat mir sogar, weil wir mussten fürs Studium viele PowerPoint-Präsentationen vorbereiten, dann hat er mich sogar in der Firma, nee, also eine größere Firma, hat er mich sogar das Büro benutzen lassen, um mit dem Studentenkollegen da eine Präsentation auszuarbeiten. Er ist es ein Zeuge Jehova gewesen. Genau, der Glaubens. Bruder, ja. Und die Hälfte der Mitarbeiter da ungefähr sind Zeugen Jehovas. Okay. Ja, da war ich dann voll begeistert und bin darin aufgegangen erstmal und dachte, ich werde von der Raupe zum Schmetterling. Und ich hatte ja auch ein Problem in der Freikirche, wo ich war, weil mir war ja immer bewusst, Zeugen Jehovas gehen predigen, heißt ja eigentlich evangelisieren bei uns. Ja. Und warum machen wir das nicht? Und Zeugen machen das, ja. Und deswegen, eigentlich hatte ich ja Lust zum Predigen gehen, wie Zeugen Jehovas es sagen. Und ja, das hat dann nicht lange gedauert. Dann wurde ich zugelassen, das heißt ungetaufter Verkündiger. Und ich kannte auch die Bibel ein bisschen und ich bin ja gebürtiger Schwabe, ne, auf der Schwäbischen Alb und gleich mit an der ersten oder zweiten Tür habe ich die goldene Regel auf Schwäbisch vorgelesen oder Echt? den Menschen erzählt. Alles, was du willst und was die anderen denn und was dir zum Dorn lasse hin, das tut's erst mal du, fang du mal an. Ja, da hatte ich gleich Spaß im Predigtdienst und die Leute haben gelacht und die fanden es toll. Zwischen Bauernhof und den einfachen Häusern da auf dem Land war ganz toll. Und mir hat es gleich viel Spaß gemacht. Bis ins Strange war es auch schon zur interessierten Zeit, heißt es ja, vor der Taufe bei Zeugen, weil da kam dann mal ein Wachturm über Armageddon, die Schlacht, der große Tag Gottes, dann ist alles vorbei, die Menschen müssen gewarnt werden. Genau. Und 2 Wochen später kam dann ein roter Wachturm über das Thema Teufel. Da habe ich dann kurz gestutzt, oh, wie bringe ich das jetzt an den Mann? Aber gut, ich hab's getan. Ich hab's getan, ja. Hab's an den Mann gebracht. Und an die Frau. Und an die Frau, richtig, ja. Auch mit dem Versammlungsleiter, der heißt der Koordinator bei Zeugen. Mit dem war ich dann auch mal kurz von Haus zu Haus unterwegs. Da war so ein Gruppendienst. Der hat gesagt, Markus, du machst es ganz gut. Aber ich habe auch noch gerne über die Schöpfung erzählt und über Jesus, gell, weil ich das so kannte. Dann hat er mich ein bisschen korrigiert. Nur eine Sache fehlt noch, Markus. Mehr über das Königreich Gottes erzählen soll ich. Okay, dann dachte ich, naja. Steht ja in der Bibel, okay, dann machen wir das mal. Also ich habe Ja. damals ungefiltert und blind vertraut. Also, ja.
Was hast du damals so für Bücher studiert? Genau, also ich war ja begeistert von der neuen Erkenntnis und das Buch hieß auch Erkenntnisbuch. Ach so. Kennst du bestimmt. Mhm. Also das wurde ursprünglich konzipiert auch für die Wende für den Osten. War sehr erkenntnislastig. Und damit haben wir angefangen. Aber 2006 war dann der Kongress, dann kam Was lehrt die Bibel wirklich raus. Ja, genau. Und dann haben wir das Buch gewechselt. Auf was lehrt uns die Bibel wirklich? Das habe ich mal mit Zeugen Jehovas durchgenommen. Das Goldene. Ach was, ja, goldene Bombe haben wir das genannt. Bombe auch. Also es gab ja mal die blaue Bombe. Ja. Wahrheitsbuch. Okay. Ja, also ich habe das, ich habe auch mit Zeugen Jehovas mal, also meine Frau war auch dabei. Ich gesagt, ja, also erklärt mir einfach mal, ja, euren Glauben. Den möchte ich gerne kennenlernen. Und ihr habt gesagt, also es wäre schön, wenn wir eben erstmal dieses Buch durchnehmen. Ich möchte eigentlich nur Verständnisfragen stellen und hinterher würde ich gerne mit euch den Galaterbrief durchnehmen. Und da haben wir gesagt, ja, das können wir so machen. Das Buch haben wir durchgenommen, aber den Galaterbrief wollten sie dann nicht mehr mitmachen, also das wollten sie dann nicht. Also wohl, aber es hätte mir schon gefallen, wenn wir auch den zweiten Teil gemacht hätten. Ja, weil als Zeuge Jehovas, das wurde mir dann erst nach und nach bewusst, darf man die Bibel, sollte man die Bibel gar nicht so viel selber lesen, sondern mir wurde zum Beispiel beigebracht, ja, wenn man die Bibel liest, dann kann man nach den Eigenschaften Gottes schauen, wo der Name hervorgestellt wird, was mit dem Vorsatz Gottes zu tun hat oder wo es um die Streitfrage geht. Also man liest quasi, ich nenne das jetzt inzwischen, ich habe die Wachturmbrille aufgesetzt. Und mit der Brille liest man dann quasi die Bibel, dass man die anderen Wahrheiten gar nicht so entdeckt. Und man soll gar nicht so selber jetzt wie ein Galaterbrief selber studieren. Okay. Das wollen die gar nicht und das sind die auch gar nicht geschult, weil die sind. Wobei ich das schon mitgekriegt habe, dass auch das jetzt empfohlen wird, dass man die Bibel einfach so auch liest. Ich war mal da auf einem Kongress, wo das dann auch deutlich gemacht. Aber natürlich sollte man die Bibel anhand auch des Wachturms studieren und dann, ja, wie der Wachturm das erklärt, dann auch, wenn du dann auf den Bibeltext stößt, dass du das auch dann verinnerlichst. Ja, man sollte immer als Zeuge die Bibel lesen, aber man liest automatisch mit dieser Brille. Ja, genau, so ist es. Man wird ja da auch gelehrt. Und Ja, man und da. Ich durfte ja die frühere Literatur nicht verwenden zum Nachschlagen. Also immer nur die Zeugenquerverweise und Zeugenliteratur, wo die Bibel erklärt. Naja, das stimmt. Ja. Und wie ging es denn mit dir weiter? Also du warst dann so richtig begeistert, bist von Tür zu Tür gegangen und Ja. hast du hier irgendwie da so eine neue Heimat gefunden? Genau, also ich wurde dann auch schnell Pionier bei Zeugen Jehovas. Das heißt, man geht 70 Stunden im Monat predigen. Okay. Ich dachte, wenn ich schon die Religion wechsle, halbe Sachen brauche ich nicht machen. Wenn, dann mache ich schon ganze Sachen. War das vor deiner Taufe? Kann man da schon Pionier werden oder war Nee, das? das war dann nach der Taufe, ja. Das habe ich jetzt übersprungen, das sprengt den Rahmen, ja. Die Taufe ist natürlich, ja, stimmt, ist ein wichtiger Punkt, weil. Ich habe das damals leider vor Begeisterung leider ein bisschen überhört, weil man gibt sich Gott hin, aber auch einer Organisation. Also hiermit gibst du dich erkennen, dass du dich als ein Zeuge Jehovas öffentlich bekennst. Das habe ich dann so, naja, bejaht, ja. Wenn man da steht vor 1000 Leuten in Reutlingen, gell, und alle hören einem zu, dann habe ich halt ja gesagt. Obwohl ich jetzt der Organisation an sich gar nicht so getraut habe. Und über die Organisation lernt man auch gar nicht viel, während man einen Bibelkurs mit Zeugen Jehovas macht. Wie die Organisation wirklich funktioniert und welcher Druck da stattfindet und was da alles erwartet wird. Oder wie ältere Schwestern sich alleine fühlen.
und oft nicht besucht werden und höchstens mal zwei Bibeltexte vorgelesen kriegen, das ist dann die Hilfe. Diese ganzen Probleme, die kriegt man als Interessierter nicht mit, weil ich war ja in der Euphoriewelle. Ja, klar. Ja. Aber im Background, du weißt ja, da läuft viel bei Zeugen Jehovas. Wie lange warst du denn eigentlich Pionier? Ziemlich lange, also für Zeugen Jehovas außergewöhnlich, 16 Jahre allgemeiner Pionier und noch 22 Monate Dauerhippie. Dauerhippie. Genau, also das ist die Vorstufe zum Pionier, Pionier. also 50 Stunden im Monat. Okay. Und dann bin ich gewechselt zum Allgemeinen. Das heißt, als Zeuge Jehovas, getaufter Zeuge, war ich eigentlich nur 6 Monate ohne Stundenziel. Okay. Und dann wurde von mir immer erwartet, dass ich dieses Stundenziel erfülle. Wobei ich hatte eigentlich immer eine andere Einstellung zum Predigtdienst. Für viele Zeugen war das eher eine Last oder nicht so motiviert oder ich habe das nie so empfunden, weil ich wollte ja Zeugnis geben. In mir hat es innerlich gebrannt und ich wollte rausgehen und der Welt erzählen, wer Gott ist. Und das Evangelium, das Königreich Gottes wollte ich erzählen. Und ich habe das am Anfang erstmal gar nicht so als Druck und Controlling und Manipulation betrachtet, sondern weil ich wollte das ja von innen raus. Ich habe Ja. es für Gott getan, nicht für eine Organisation. Okay. Und die Erfahrungen haben immer Spaß gemacht, wenn man sieht, wie Menschen Gott kennenlernen, wie sie sich freuen, wenn sie zum ersten Mal den Namen Gottes hören oder wie es im Paradies sein wird. Ja. Menschen dann begeistert sind. Heute weiß ich ja, Hast du das da schon war. erlebt, Menschen, die aufgrund deiner Botschaft dann auch begeistert wurden, dass da irgendwie ein Funke übergesprungen ist. Auf jeden Fall ganz viel, ganz oft, ja. Also einen Herrn, den treffe ich bis heute noch. Okay. Der ist schon älter, nicht mehr ganz so fit, aber er freut sich immer, wenn ich ihm einen kurzen biblischen Gedanken hinterlasse. Er bedankt sich immer. Wir trinken dann meistens im McDonald's ein Käffchen. Ja. Und manchmal lädt er mich auch ein. Und er ist immer sehr dankbar. Und er hört es gern. Und ich hatte positives Feedback. Ich habe dann auch Rumänisch noch gelernt. Ja. Und bin auch nach Rumänien. Ganz allein bin ich nach Rumänien. Habe mir da ein sogenanntes Gebiet geben lassen und bin da predigen gegangen und schöne Erfahrungen gemacht. Die Leute, ja, komm rein, Markus, was möchtest du essen, trinken? Ja. Oh, wer sind Sie denn? Wer bist du? Ja, ich bin Prediger. Ah, Pastor, Pastor, ja, erzähl, erzähl. Ja, genau. Ja, und das hört sich ja alles super an. Und warum bist du nicht dann dort geblieben? Ja, das ist eine gute Frage. Warum bin ich da nicht geblieben? Ja, also dir macht der Predigtdienst Freude und du siehst, deine Botschaft wird angenommen. Also an sich, für Zeugen Jehovas Verhältnisse als Pionier ging es mir relativ gut. Ich hatte viele schöne Erfahrungen im Predigtdienst, hat mir Freude gemacht. Ich war auf Musikfreizeit mit Glaubensbrüdern, war schön, idyllisch am See, haben wir Musik gemacht. Ich war im Küstentrolley an der Nordsee, war auch schön. Also ich hätte auch dieses nächstes Jahr ein durchgeplantes Leben als Zeuge gehabt. Ja, alles schön und gut, wenn es zur Rettung führen würde, wäre Okay. ich ja auch geblieben. Nee, also da kann ich ein bisschen erzählen. Moment. Habe ich das jetzt? Ja, hast du nicht gedacht, du bist auf dem Weg der Rettung? Hattest du nicht die Hoffnung des Lebens, wenn du doch dich dann an die Organisation hältst? Das Ja. die Hoffnung eines jeden Zeugen, Gott wird uns durch die Organisation, durch Harmagedon führen und dann die neue in das Paradies, was wir doch alle erhoffen. Richtig, genau. Also
Im Januar diesen Jahres, da habe ich sogar noch einen Vortrag gehalten und hatte das dann. Hast du das Glücklichbuch zufällig parat? Seite 10 ist es. Das könnte ja jetzt schnell parat. Da hatte ich einen Natürlich nicht. Vortrag und Bitte? da, ich hatte als Pionier hatte ich ja immer die Aufgabe, andere zu ermuntern und auch Kurzvorträge oder im Predigtdienst war ich nicht nur unterwegs, um Menschen die Botschaft vom Königreich zu bringen, sondern auch gleichzeitig immer die Dienstpartner zu motivieren. Als Pionier ist man so eine Art Zugpferd, ja. Und dann hatte ich auch in der Versammlung mal einen Kurzvortrag, wo ich die anderen animiert habe. Genau, da habe ich sogar hier noch. Und dann ging es eben auch darum, okay, dass man die Menschen fragt, ja, was kommen ihnen für Gedanken in den Sinn, wenn sie an die Zukunft denken? Und die meisten Menschen sagen dann Wirtschaft, Krieg, Ernährung, Familie, machen sie sich Sorgen, Gedanken, wie geht's weiter? Und dann kann man eben Paradiestexte vorlesen. Die sind in dem Buch auf Seite 10, da ist so ein Kasten. Das kann man dann vorlesen. Ich kann ja mal schauen, ob ich sowas hab. Seite 10 ist es in dem Buch, ja. Ach so, Moment, das könnte vielleicht das sein. Genau, und da hatte ich, also das war meine Hoffnung, die ich immer gepredigt hatte. Jesus kam zwar auch vor, aber der war mehr das Mittel zur Rettung. Genau, jetzt ein bisschen runter. Genau. Seite 10. Moment. Die Bibel, Jetzt ja, kommt Jesus. Da erster. haben wir. Genau. Genau, und dann hatte ich einfach animiert, dann könnt ihr als Trost für die Menschen einen Text davon aussuchen im Predigtdienst und den Ja. Menschen so einen kleinen Trost spenden und wieder Hoffnung ins Leben bringen. Und so sieht auch das Deckblatt aus. Genau. Ja. Das Ziel ist glücklich, im ewigen Leben auf der paradiesischen Erde zu werden. Über Nehmen. dieses Buch habe ich auch viele Videos gemacht, also zu jedem Kapitel mindestens eins, vielleicht bis zu drei Videos, wo man auch eine alternative Ansicht auch sich mal antun kann. Und ich finde die super und ich habe die meisten Videos davon gesehen. Die haben mich auch zum Nachdenken gebracht. Genau, hast du ganz gut gemacht. Ja, danke. Und Da hatte ich noch kürzere Haare. das ändert sich alle 2 Monate, ja. Ja, nee, und du weist da ja auch immer auf Jesus hin und mir wurde einfach auch klar, Jesus hat immer zu wenig Raum in der Lehre von Zeugen Jehovas. Und vor allem, er wird nicht Herr genannt. Und es wird auch nie gelehrt, dass man Glauben ausübt an Jesus. Und das wurde mir aber als Kind schon so beigebracht, auch von meinem Opa und aus dem Umfeld. Und ich habe mich dann nach und nach erinnert, okay, die Gewichtung stimmt nicht ganz. Passt nicht ganz. Es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mich auch nicht immer, also ich habe mich erfüllt und freudig gefühlt im Predigtdienst mit Erfahrungen, aber in der Versammlung hat mir irgendwie ein bisschen lebendiger Geist oft gefehlt. Es war ein bisschen formal, weil bei Zeugen Jehovas ist ja, geht es ganz viel immer drum, man hat bestimmte Aufgaben, eine bestimmte Rolle, alles ist durchorganisiert. Also es ist eine legalistische Religion. Für die, wo nicht wissen, was es ist, also eine Gesetzesreligion. Also man verdient sein ewiges Leben durch Werke. Und das hat mich damals sehr gestört, wie dann der Wachturm kam. Ja, wir sind ja im Buch des Lebens nur mit Bleistift eingeschrieben. Das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Dachte, nee, ich habe doch den Herrn Jesus, ich bin gerettet. Wieso bin ich jetzt mit Bleistift eingeschrieben und muss mir was verdienen? Und dann habe ich mich auch wieder daran erinnert, weil mein Papa hat mir ja auch manchmal erzählt, wenn wir dann Büchelberg und Schwarzwald spazieren waren,
Nee, natürlich tut man was, aber aus Glauben heraus. Und das ist ganz interessant bei Zeugen, die erwähnen den Abraham als Vater des Glaubens auch ganz oft. Und er wurde, und die Werke wurden ihm angerechnet und er wurde Freund Gottes. Und als Zeuge Jehovas ist man ja ein Freund Gottes. Und alles, was man tut, wird einem angerechnet. Jehova ist ja ein Belohner. Und das ist ein Text, der ganz oft bei Zeugen vorgelesen wird, verwendet. Das ist Hebräer 11, Vers 6. Jehova ist ein Belohner. Ich habe meinen Predigtdienst jetzt nicht so gesehen, ich verdiene mir jetzt was, aber die Zeugenlehre ist eigentlich so, man sammelt sich damit die Schätze im Himmel und verdient sein ewiges Leben. Aber mein Vorbild war ja auch Schätze auf noch. Erden dann, oder? Denn Sie denken ja nicht an den Himmel, ja? Schätze auf Erden dann. Genau, in Himmel kommen ja nur die sogenannten 144.000. Ja. Genau, und ich hatte dann auch verrückte Bilder. Ich dachte dann, ich habe einen echten Bären als Kuschelbär auf dem Sofa zu Hause. Und meine Dusche ist ein echter Wasserfall und die Orangen wachsen zum Fenster rein. Also man malt sich die tollsten Dinge aus als Zeuge Jehovas, gell? Da war vielleicht auch noch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn dabei. Ja, wobei das gar nicht so unrealistisch ist. Das ist so gut wie alle Zeugen Jehovas haben eigentlich solche Träume, was sie, wie es im Paradies aussieht und was sie da machen würden. Das sind so Gesprächsthemen bei Zeugen Jehovas, gell? Also du hast dann gemerkt, das kann nicht ganz so sein mit dem Belohnen und mit, ja, dass Jesus so etwas zur Seite ge Genau, also ich habe mich ein bisschen, ich habe dann immer mehr gemerkt. Manchmal bin ich auch müde und man wird nicht jünger. Und nach der Arbeit, wenn ich müde bin, dachte ich so, nee, heute, der Akku ist leer. Meine Nerven sind jetzt gerade auch blank. Ich brauche jetzt mal einen Tag Regeneration von der Arbeit. Jetzt war ich die ganze Woche predigen und arbeiten. Jetzt brauche ich mal Zeit für mich zum Bibellesen, zum Beten, zum Nachdenken. Aber in dem Hamsterrad der Zeugen ist man ja immer beschäftigt. Und da ist man kaum zur Ruhe gekommen. Dann bin ich halt auch mal nicht in die Versammlung. Und dann der sogenannte Gruppenaufseher, da ist man in so Gruppen eingeteilt. Der guckt dann gleich, ja, Markus, was ist los? Und dann muss man sich rechtfertigen, warum man jetzt nicht da war. Und eigentlich will man ja erbaut werden und nicht sich rechtfertigen, warum man jetzt nicht da ist und sich gleich ein schlechtes Gewissen machen lassen. Und es geht halt immer darum, ja, man soll halt immer was tun, es wird erwartet. Oder wenn ich mein Stundenziel nicht erreiche, dann wird mal angesprochen, ja, was ist los, Markus, was stimmt nicht, ist was nicht in Ordnung? Oder ich hatte auch ein Predigtdienstgebiet und die Organisation sagt dann im Organisiertbuch, ja, nach 6 Monaten soll man das durcharbeiten. Also da gibt es immer so Gebiete. Weißt du, was ein Gebiet ist bei Zeugen? Der also Von abgesteckten Claim. ja, genau, wo halt Häusereinheiten sind und die soll man halt durcharbeiten. Und ich habe halt gesagt, ja, aber für mich ist ja wichtig, Jünger machen. Und ich hatte viele sogenannte Rückbesuche und Bibelkurse, die ich mit Leuten durchgeführt habe. Und da bin ich nicht so viel von Haus zu Haus. Es war nie so mein Lieblingsdienst, von Haus zu Haus gehen. Ja, dann habe ich das Gebiet natürlich auch nicht in 6 Monaten durchgearbeitet. Und dann wurde ich angerufen, ja, Markus, das ist die Vorgaben von der Organisation nach 6 Monaten. Dachte ich, hä, das interessiert mich überhaupt nicht, was die Organisation hier sagt. Ja, ich mache das doch für Gott und zum Jüngermachen und nicht jetzt für die Organisation. Also, das hat, allein, dass ich mich rechtfertigen muss, da, wie schnell ich was mache und so weiter, das hat mich immer mehr getriggert. Und auch gestresst. Es hat Stress in mir ausgelöst. Und das waren Stressfaktoren. Und da habe ich gesagt, so, ich nehme kein Gebiet mehr. Mache ich nicht mehr. Ich habe mich geweigert. Pionier? Als Pionier? Richtig, du stellst die richtige Frage, genau. Und da war mein Gruppendienst, da war der Koordinator dabei.
Er war mein Gebiet durch, dann hat er gesagt, Markus, du bist ein Pionier, dann gehen wir jetzt weiter in dein Gebiet. Genau. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Gebiet. Und dann kam natürlich, kannst du dir denken, ja, Markus, du bist doch Pionier und du bist Vorbild, du sollst die anderen mit ins Gebiet nehmen. Ja, gut, ja, Aber das war mir zu viel Druck. Und dann hat er mich gefragt, ja, warum gehen wir denn predigen? Genau. Und mir kam ja klar, okay, für mich war immer Matthäus 28, 19, 20 zum Jünger machen. Da hat er gesagt, nee, falsch. Nee, zuerst wichtig ist Haus zu Haus. Und ich habe ihm gesagt, nee, sehe ich nicht so. Das Wichtigste sind die Menschen. Und wenn ich mich um die Menschen gekümmert habe, dem Interesse nachgegangen, wenn die keine Zeit haben, dann kann ich von Haus zu Haus gehen, um wieder neue Leute zu suchen für einen Bibelkurs. Ja, das war für ihn nicht vorbildlich. Und ich habe es auch vom Sinn nicht verstanden. Und dass Zeugen Jehovas wirklich da so rigoros sind, das war mir die ganzen Jahre gar nicht bewusst. Es wurde mir erst da richtig bewusst. Und ich habe halt so einen Druck gespürt. Und dann habe ich mich auch mit dem Ältesten mal getroffen, weil bei Zeugen werden ja immer in der Bubble, nenne ich das inzwischen. So wie während Corona waren wir ja auch in der Bubble, gell? Ja, Blase, ja. Innen drin darf man alles machen, wenn man getestet ist. Raus darf man nicht. Bei Zeugen ähnlich, man darf nicht über den Tellerrand gucken oder andere Religionen oder andere Literatur. Immer nur in der Bubble, da ist alles erlaubt. Ja, du hast ja vorher deine andere Religion geprüft und bist dann zu den Zeugen gegangen und dann bist du ja dort, wo alles geprüft wurde. Ja, genau, aber ich hatte immer noch so, vom Glauben früher hat mir manches doch besser gefallen. Zum Beispiel der innere Frieden und der Glaube. Und Also du hattest früher inneren Frieden. hatte ich mehr wie als Zeuge. Als Zeuge habe ich mich immer wie ein bisschen im Geist blockiert gefühlt. Okay. Ich habe das gemerkt vom Gefühl, ich dachte immer nur, ich muss diese ganzen Werke ertragen, weil die sind ja die einzigsten, wo auf der Welt den Predigtdienstauftrag ausführen, global organisiert weltweit. Sind die einzigsten mit dem Namen Jehovas. Also dachte ich, muss ich in sauren Apfel beißen und muss trotzdem dabei bleiben, obwohl ich mich ja in meinem alten Glauben wohler gefühlt habe. Nee. Das habe ich auch manchmal Zeugen erzählt. Da haben sogar welche mit mir Kontakt abgebrochen, weil ich das erzählt hatte. Weil als Zeugen soll man immer die Organisation verherrlichen und schönreden und alle anderen sind ja die Hure Babylons. Ja. Ja, draußen ist die Hohe Babylon. Genau. Das Genau. Weltreich der falschen Religion. Genau, und das ist bei Zeugen immer ein großes Thema, die Hure Babylons. Ja. Aber in mir drin habe ich immer gemerkt, okay, da wollte ich, habe ich mich mit dem Ältesten mal hingesessen, auch hier in Frankfurt-Sachsenhausen, wo ich wohne, zu meiner Appleboy-Schenke, ganz locker, wollte ich mit ihm mal quatschen. Jetzt bin ich 16 Jahre Pionier. Aber habe sogar mein Studium abgebrochen, immer Teilzeit gearbeitet, viele Opfer gebracht, Familienstudium organisiert, andere eingeladen, Essen gemacht, Präsentationen, andere ermuntert. Wie sieht's denn aus? Warum bin ich kein Ältester oder so? Warum? Warum werde ich nie gefragt? Ja, weil bei Zeugen wird immer ein Druck gemacht. Ja, als Mann soll man ein Ältester werden, sonst ist man quasi das fünfte Rad am Wagen, gell? Gut, Und als Pionier wird man schon geschätzt, aber Ältester noch mehr. Weil okay. es geht viel um Anerkennung im System von Zeugen. Wenn man einen Titel hat, dann, ja, dann hat man mehr Ansehen und Aufmerksamkeit, gell? Ja, und dann wollte ich halt mal wissen, ja, wie ist denn das mit dem, eigentlich bin ich ja engagiert und mache viel. Und dann sage ich, ja, Markus, dein Glaube ist gut und dein Eifer, aber das nützt der Versammlung zu wenig. Und dann dachte ich, wie jetzt, was?
Ich muss irgendwie Nutzen bringen. Das habe ich eigentlich gar nicht so mit dem Glauben verbunden, dass ich jetzt Nutzen bringen muss. Ja, nee, also die Leute, wo ich zum Familienstudium einlade, die sind ja nicht aus meiner Versammlung, sondern anderen Versammlungen. Also das ist dann wertlos, es zählt nichts, es zählt nur was ich denen nütze, wo in der eigenen Versammlung sind. Oder wenn ich da andere ermunter, ja, das zählt nicht. Das hat dich dann enttäuscht. Ja, da dachte ich, naja, da bringt man so viele Opfer für ein einfaches Leben. Micha 6, Vers 8 war immer ein Motto von mir, wandle bescheiden mit deinem Gott. Und ja, das fand ich schon ziemlich eiskalt. Und da wurde mir einfach klar, wie rigoros die Organisation eigentlich ist. Wie wenig sie eigentlich an mir als Menschen interessiert ist, sondern nur an dem, was ich tue. Da dachte ich, ja, bin ich jetzt hier am Arbeitsplatz, wo ich irgendeine Leistung erbringe? Das war mir zu legalistisch und es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Also, genau, und dann, oh, wo habe ich denn das jetzt? Dann bin ich ins Nachdenken gekommen und habe einfach auch mal gedacht, so jetzt ist die Zeit da. Für 1. Johannes 4,1. Das können wir mal lesen. Erst Johannes 4,1. Okay. Weil dann war ich gerade nicht mehr auf dem Organisationsverherrlichungstrip sozusagen, sondern ich wollte wirklich mal prüfen. Also heißt es ja, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Ja. So und als Zeuge Jehovas soll man gar nicht so viel prüfen eigentlich. Also eigentlich soll man nur beweisen, dass alle anderen Religionen schlecht sind und Zeugen Jehovas richtig. Aber Zeugen Jehovas darf man nicht kritisieren oder Zweifel erheben, sonst verliert man sofort Anerkennung und wird als glaubensschwach abgestempelt. Also man kann eigentlich sich im Glauben bei Zeugen ist dann schwierig, sich wirklich weiterzuentwickeln, weil die Themen, die einem als Christ aufkommen, die kann man gar nicht verarbeiten oder richtig ansprechen. Die Ältesten sagen zwar, ja, kommt zu mir mit Fragen, aber eigentlich wird man dann nur korrigiert und zurechtgewiesen oder wird immer gesagt, ja, du verstehst es nicht und bist ein bisschen schwach gerade. Lies einfach hier den Wachturm und dann kapierst es wieder. So, das war für mich aber nicht zufriedenstellend. Oder wenn es keine Antwort gab, ja, irgendwann, also die neuen Männer in Amerika, die werden von Jesus angeleitet und die bringen irgendwann neues Licht. Das kommt dann, da musst du nur Geduld haben. Dachte ich, nee, die Geduld habe ich jetzt nicht. Also diese Vertröstungstaktik, die war für mich nicht mehr in dem Moment nicht haltbar, ich wollte überprüfen. Wo hast du dann angefangen mit dem Prüfen und Überprüfen? Genau, und es war so, von Anfang an, ich war ja Christ, hatte Jesus früher mein Leben hingegeben, was der Geist irgendwo blockiert war, aber ich habe schon gemerkt, da fehlt was, dass ich als Zeuge auch immer ein bisschen anders war von meiner Einstellung und Begeisterung. Und dann gab es immer so ein paar Themen, wie zum Beispiel, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Das habe ich nie geglaubt. Auch als Zeuge Jehovas nicht. Das konnte ich nie glauben. Obwohl die leitende Körperschaft das so deutlich sagt. Ja, das war mir aber zu Ist abstrus. das drin? Ja, das war mir absolut abstrus. Jesus der Erzengel Michael. Also, das war für mich immer wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Aber das hatte ich immer auf die lange Bank geschoben, nicht richtig überprüft, weil ich ja dachte, es sind die einzigsten, wo weltweites Zeugniswerk ausüben und den Namen Jehovas haben. Und deswegen habe ich diese Zweifel dann immer auf die lange Bank geschoben. Ich war ja auch im Hamsterrad immer beschäftigt. Und das nächste Ding war ja auch überhaupt die Prophezeiung von dem treuen, verständigen Sklaven.
Das ist ja eigentlich No-Go, das ihn zu prüfen und in Frage zu stellen, aber ich dachte, nee, wenn die mich so behandeln und ich merke hier den Geist nicht und es mir zu legalistisch, nee, das muss ich jetzt mal an der Wurzel packen und das habe ich immer auf die lange Bank geschoben. Ich habe mir 19 Jahre gesagt, ja, irgendwann überprüfe ich das und jedes Mal rausgeschoben. So, now is the time gewesen, habe ich mir gesagt, gehe ich dem mal auf den Grund. Und dann habe ich auch im Internet geguckt, was für Informationen gibt. Und dann habe ich vom, ja gut, würde nichts dagegen haben, wenn ich es sage, der Jascha Schmitz, der hat da ein tolles Video gemacht über den treuen verständigen Sklaven. Ist sehr lange, war auch ein bisschen, muss ich dreimal anhören, bis ich alles verstanden habe. Aber wirklich sehr in die Tiefe und sehr aufschlussreich. Sehr gut gemacht. Ja, sehr. Also das ist das beste Video darüber, wo ich kenne. Und ja, Ich habe auch also eins gemacht, aber seins ist besser. ja, ich habe deins auch gesehen. Ich habe mich ja damals gegoogelt. Ich habe Tobias von dir, vom Jascha, habe ich mir alles reingezogen. das hatte ich dann überprüft und es war sehr aufschlussreich. Wo mir dann erstmal bewusst wurde, weil bei Zeugen Jehovas wird ja immer der Parallelbericht in Lukas 12 weggelassen, sondern die lesen ja gut, wir können es vielleicht einmal kurz lesen für die Zuschauer, wo es nicht kennen, erstmal die Grundlage, Matthäus 24, 43 bis 45. Könnten wir mal kurz als Grundlage legen. Weil in fast jedem Wachturmstudium wird in irgendeiner Weise immer auf die Organisation hingewiesen, die Organisation verherrlicht. Also ich habe hier der Elberfelder Text, Matthäus 24. Ach so, das können wir vielleicht aus der NWU, wenn du die hast. Ja, natürlich habe ich sie. Ja, weil in dem Fall würde Die das passen. neue oder die ältere? Ah, nehmen wir die neue, ja. Die aktuelle. Es passt dann vielleicht, weil die zitieren immer im Wachturm, Vorträgen, Kongressen, wird sich ja immer darauf bezogen. Und darauf baut eigentlich die ganze komplette Organisation von Zeugen Jehovas auf, weil der Sinn der Versammlungsgründung ist für Zeugen Jehovas auch ausschließlich der Predigtdienst. Also was für einen Text wolltest du da noch mal genau? 43 bis 45, das Gleichnis mit dem Sklaven, aber das wird bei Zeugen Jehovas als Prophetie ausgelegt. Ja, also auf 43 hier. Neue. Ja. Also wenn, da geht es ja um den Hausbesitzer und der Dieb kommt irgendwann und dann kommt die Frage, in Vers 45, wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave, dem der Herr die Verantwortung für seine Hausdiener übertragen hat, damit er ihnen zur richtigen Zeit ihre Nahrung gibt. Genau. Glücklich ist jener Sklave, wenn sein Herr kommt und sieht, dass er genau das tut. So, und das legen Zeugen Jehovas als Prophetie aus. Und die neuen Menschen sind es, glaube ich, gerade in Amerika. Die bilden diesen Sklaven und die bereiten die geistige Speise vor, weltweit einheitlich, global, und die wird dann an alle verteilt zum Studieren. Das heißt, man nimmt nicht selber die Bibel und legt die aus und trifft dann seine Schlüsse und lässt den Heiligen Geist zu sich reden, sondern man wird gedacht von der Organisation, die gibt einem vor, wie man die Bibel zu verstehen hat. Und sie denken, man kann nur geistig gesund bleiben und die Bibel verstehen, wenn man ihre Literatur studiert. Und Ja. das wird als Prophetie ausgelegt. So kennst du das auch, oder? Ja. Genau. Genau, und dann gibt es da den Paralleltext, der immer weggelassen wird. Weil wer ist in Wirklichkeit der treu verständige Sklave? Das ist ja eine Frage. Das heißt, da muss es ja eigentlich eine Vorgeschichte geben zu Matthäus 24.
Und die haben wir in Lukas 12, genau, du hast schon gefunden. In Lukas 12, Vers Müssen wir es dann schon sagen, den Vers? 42 war es, glaube ich, oder 41. Daraufhin fragte Petrus: Herr, bringst du diesen Vergleich nur für uns oder für alle? Wer ist in Wirklichkeit der treue Verwalter? So, also wir sehen hier diesen Vergleich. Das ist ein Gleichnis. Und das ist eine Vorgeschichte zu Matthäus 24. Das heißt, Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesprochen und dann zu allen, wo damals dort waren. Und es ist einfach ein Vergleich. Es geht darum, wir alle sind Verwalter als wiedergeborene Christen. Wir haben das Evangelium kennengelernt. Jesus ist in uns. Wir sind ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind. Wir haben Jesus unser Leben übergeben. Er bezahlt für unsere Schuld. Und das Evangelium in Kurzform, Johannes 3,16. Ja, also wir haben alle die Verantwortung, das weiterzugeben. Da gibt es ja noch das Beispiel mit den Gleichnis mit den Talenten. Wir haben alle die Verantwortung als Oikumenos. Genau, hier Johannes 3,16. Das kennen bestimmt fast alle. Den Text habe ich auch früher in der Kirche schon auswendig gelernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und eigentlich sollten wir ja das predigen und nicht das Königreich Gottes in dem Sinne. Ich denke, wenn man vom Königreich Gottes predigt, dann muss man zuerst mal vom König sprechen und dass man an ihn glaubt. Und dann kommt man ja auch dann in sein Königreich. Genau, richtig, ja. Also die Grundlage fehlt. Und genauso wie hier ist halt die Vorgeschichte Lukas, wer ist der Sklave? Und es ist ein Vergleich. Weil drumherum sind ja auch Gleichnisse wie über die Jungfrauen. Sonst müsste es ja auch eine Prophezeiung sein, wo sind denn die Jungfrauen heute? Also, wir sehen, das passt einfach nicht. Mit dieser Auslegung, dass es eine Prophezeiung ist für heute, ist einfach anmaßend. Und damit war für mich klar, okay, Jesus hat so wenig Stellenwert und der Sklave, wie sie es behaupten, ist auch nicht von Jesus so eingesetzt. Und damit ist auch ein Stein ins Rollen gekommen, noch viel mehr zu prüfen, wie dann 1914 und noch viele Dinge. Und das kann ich dann vielleicht im nächsten Video erzählen. Ja, gut. Machen wir hier einfach mal einen Cut. Es gibt dann also noch eine kleine Fortsetzung von dir. Freue ich mich drauf. Wunderbar. Und ja, dann möchte ich den Zuschauern auch Gottes Segen wünschen und ja, mal sehen. Ich denke, in einer Woche wird es dann eine Fortsetzungsfolge geben. Vielen Dank, lieber Markus, ja, dass du ja von deinem Leben etwas berichtet hast. Ich wünsche dir auch Gottes Segen und auch den Zuhörern weiter, ja, wenn sie über dies Gesagte nachdenken, die Weisheit des himmlischen Vaters. Tschüss.